So, Observer Folge 80 gefühlt. Allerdings ist halt auch, es sind drei Leute umgekommen. Wir waren im Kopf von einer Frau. Wir haben eine Organfarm besucht. Wir waren im Kopf von einer anderen Frau. Let's go. So. Ich hatte doch Zeit genommen. 3615, was it? Let's give it a shot. Dann probieren wir das gleich mal. Ich bin so gut mit Zahlen. Man merkt gar nicht, dass ich zweimal durchs Studium gefallen bin. Was halt passiert mit Türen? Oh nee, ach nee. Jetzt gehen wir hier von der anderen Seite rein oder was? A surgical chop shop. Just what we need. Hier hängen Gliedmaßen. Und zwar nicht die guten. Ich muss erstmal irgendwie einen Strom anmachen. This place is a fucking slaughter. Was ist das? There is a guy waiting for you in 102. Ein Auge. Achso, okay, kann ich das mitnehmen? Schade. Not the passage. For no one can take from us that which has been given. Against all odds, I have succeeded in arranging a new workspace. Quite ingeniously, I managed to organize it in a way that will allow me to fulfill my other great passion. Tanzen. The conditions are crude, to say the least, but I will persevere, as one must. Ich würde gern wissen, ob das der transplantiert der Typ ist. Hier. Wow, ist das das ganze Rätsel? Okay, das war. Das war verwirrend. What the fuck? List of subjects. Terminate. What the hell have you been doing, Adam? Eingedämmt. Uneinlösbar. Das klingt so, als hätte er was in die eingesetzt. July 6th, 2083. Finally managed to set up a workspace. It's not ideal, but it'll have to do. Unfortunately, the first trial proved unsuccessful, to say the least. I think after 5 years of working on this project, my know-how would be sufficient. But without my data, this looks to be a long and bumpy road. Muss ich mir die alle anhören, um was zu hören? I made some unlikely allies. They might be able to assist me in my research, help me retrieve my data from Chiron. Planning on involving others makes the whole endeavor even riskier than it already was. But I need to be realistic about this. An undertaking of this magnitude, I need all the help I can get. Also er hat bei Chiron gearbeitet. Und versucht jetzt an altes Material ranzukommen. Das ist interesting. September 2nd, 2083. Finally got some of my data back. For all the good it did. Subjects are proving unstable. Limited faculties, mental disorders. They just seem broken. Incomplete.
The latest one. Well, he just started screaming, and he never stopped. I had no choice but to terminate. I can still hear him. Okay, er hat jemanden umgebracht. September 16th, 2083. I haven't been getting much sleep. Drugs do half a decent job of keeping me awake, but the physical limitations are slowing me down. As they tend to do, I feel like the answer is staring me right in the face, and I'm missing it. Maybe I'm not as smart as I'd like to think. Maybe I'm just destined to fuck up. To fail everyone. Seamster Project. Oh, fuck. Verdammt. Shit. I don't remember what day it is. Dreams are getting worse. No doubt a side effect of the stimulants. I just need to ask Jack to adjust the dosage. What's worse is I think my subconscious is starting to seep into my waking hours. The other day I could swear I heard whispering coming from the black box. Since that's clearly impossible, I have to attribute the symptoms to sleep deprivation. Usually don't put much stock in dreams, but this one was so vivid. I dreamt of my last day at Chiron. I was back in the boardroom, the executive giving me the same condescending look, telling me to grow up, to move on. Only this time, his face was different. It was a sneering mask of contempt and disapproval. It was the face of my father. Hm. Das ist natürlich das, was ein verrückter Wissenschaftler. Ach, ich lerne es nie. Was ein verrückter Wissenschaftler braucht, Vaterkomplexe. Aha. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir damit hin? Ah, da wollen wir hin. Hoffe ich. Ist nicht hilfreich. Kann ich den da irgendwie anbringen? Was kann... Nee, so wird es nichts. Es muss weiter nach unten. Ah, das Vieh scheint sich auch entspannt zu haben. Vor der Tür. Ekelhaft. Aber cool. Ich hätte auch gern so eine Robohand. Fühlt sich immer an wie eine Fremde. So. Ich hätte wetten können. Oh mein Gott, ich habe eine Nachtsicht. Ich bin fucking Splinter Cell Typ. Ich hätte wetten können, dass das Vieh jetzt hier irgendwo rumdulliert. Oder hinter mir reingeschossen kommt. Das ist doch... Nice eigentlich.
Ich habe einen Code gefunden, 7441. Wahrscheinlich hat er einen Kellerabteil, aber welches? Hatte ich mir das nicht auch aufgeschrieben? Irgendwie durch die Notizen. Nee. Hatte ich mir auch nur den Code aufgeschrieben. Es geht nicht auf. Hey. Oh mein Gott. Hier wohnt jemand. Oh, sorry, man. Can't talk now. I got something on the stove, you know? Oh yeah. Smells delicious. And illegal. Oh shit! It's the pigs! Flush the shit now! Flush it! Ich krieg das schon mal nicht auf. Geräusche fucken mich ab. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Allein die Tatsache, dass hier jemand wohnt. JPD, need to ask you some questions. Ist das eine Frau? Hey Pig, you killed anyone yet? What? No. Come on, don't give me that. I can smell it all over you. Verändert sich das Auge? I know a guilty conscience when I see one. How about you? You sound like a real killer. Shit. Takes one to know one, you know what I'm saying? I did my time. I've been squeaky clean ever since. I heard that before. Say, man, you don't look like a regular cop. That thing on your... Oh, shit. You're a... Yeah. Yeah. Hey, man. I'm sorry about what I said earlier. I didn't mean nothing by it, okay? I gotta go. Wieso hat er Angst vor mir? Nee, bleib auf. Böse Tür. Was ist das hier? Eine Karte. Ich hier irgendwas? Ein bisschen Samen oder so? Kein Samen. Schade eigentlich, das sieht wie ein Raum aus, in dem ich durchaus mit Samen gerechnet hätte. Da schwebt ein Stuhl. Ich habe... Irgendwie glaube ich, dass das nicht real ist. I just want to talk. Oh, hello there. I'm Maria. Die ist drauf. Die ist absolut drauf. Hello, Maria. I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Dan, oh. Maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here, don't you think? Yeah, very confusing. So, about the exit? All right. Go past the noisy noises, and then straight ahead up the stairs, and there you go. Thank you. Just be careful. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Oh, yeah. Thanks, Maria. Also, sie hört das Schwein. Zu. Zu. Auf.
Ich will aber wissen, was hier ist.